So sieht es ja aus. Mein Platz für heute. Ich staune, hier ist ein Vogel, der erste Vogel, den ich irgendwie höre. Den ganzen Tag habe ich mich immer gewundert, warum im Wald nichts ist. Kein Vogel, nichts, gar nichts. Mein Hut sitzt schon wieder super. Der Tag. Ich sagte ja gestern, ich will auf die Straße. Bin ich auch. Ich bin den ganzen Tag auf der Straße gewesen. Hab gut Kilometer gemacht, 30, fast 30. Bin jetzt hier in Walddach eingekommen an einem coolen See an, den ich damals hier gefunden habe, als ich hoch bin zum Nordkap mit dem Fahrrad. Aber das ist der nicht. Der ist zwar auch so groß, aber das ist er nicht. Was total gut war auf der Straße, es sind wenig Autos unterwegs, also nicht wie bei uns, kann man so nicht, sich so nicht vorstellen. Ich bin super gut vorwärts gekommen, habe aber, glaube ich, eine Blase. Ich habe bis jetzt noch nicht nachgeguckt. Gestern war es noch eine Druckstelle, aber ich glaube, es ist eine Blase. Es läuft sich komisch. Ja, gut vorwärts gekommen. Und ich bin endlich in der Tour angekommen, durch diesen Tag auf der Straße. Weil ich musste mir mal keine Gedanken darüber machen, wie kommst du hier wieder raus aus diesem Moorscheiß. Wo kannst du mal eine Pause machen? Ich konnte ja teilweise stundenlang keine Pause machen, weil wo setzt du da deinen Rucksack ab und wo setzt du dich hin? Du kannst vielleicht ein Moorbad machen, aber nicht mehr. Ja, also ich bin in der Tour angekommen. Total cool. Ich habe heute schon gemerkt, ich habe meine Gedanken schweifen lassen. Und wenn ich das habe, dass ich über Gott und die Welt nachdenke, genau dann bin ich in der Tour angekommen. Ich habe den Plan jetzt ein bisschen umgestrickt. Werde ihn wahrscheinlich noch weiter umstricken, weil ich gesehen habe auf der Karte, dass mein eigentlicher Weg, den ich mir mal habe, ja, raussuchen lassen von Komoot, viel über diese Schneemobilwege geht. Die im Winter mit Sicherheit eine Messe sind, weil da steht kein Baum, kein Strauch in diesen Moorgebieten. Da kannst du also durchheizen, es ist gefroren, es ist Schnee, perfekt. Aber im Sommer einfach Moor. Moor, Moor, Moor. Hat mich viel Zeit gekostet und morgen werde ich nochmal ein gutes Stück auf der Straße laufen. Dann komme ich wahrscheinlich morgen noch an dem Hotel an, wo ich morgen auch ankommen wollte. Und dann bin ich voll im Plan und dann hoffe ich, dass alles gut weitergeht. Also, ihr seht. 2 Tage schlecht, ein Tag, und heute bin ich endlich angekommen und ich hoffe, es bleibt so, weil ich freue mich tierisch auf weiter oben im Norden, wo es dann kälter wird. Mit Sicherheit wird da das Klima rauer, keine Bäume mehr. Aber ich liebe das da oben. Ich bin ja schon zweimal hoch. Da ist total karg, aber es ist rau, aber dieses Raue, kann ich nicht beschreiben. Vielleicht, wenn ich da oben bin, ich kann es mal versuchen. Jetzt, ich krieg's nicht hin. Es ist cool, es ist rau. Manche Leute lieben das Meer, die Nordsee, das raue Wetter da. Also die von da kommen, können sich so ungefähr vorstellen, was ich meine. Okay, ich bin erstmal weg und wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.